Ende Januar erhielt die Freiwillige Feuerwehr Südost ein neues Einsatzfahrzeug. Sehen Sie dazu einen kleinen Bericht, gefilmt und fotografiert von den Kameraden Höchst selbst. Das Fahrzeug LF20 Cat S auf dem Fahrgestell eines Mercedes-Benz Atego 1327 ist das zweite wasserführende Fahrzeug innerhalb der Südoster Feuerwehr. Martin Kröber, Tobias Krull, Olaf Meister, Andreas Schumann, Dennis Janak und Beigeordneter Ronny Krug ließen es sich nicht nehmen, den Kameraden das neue Schmuckstück offiziell zu übergeben. Das Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz verfügt über einen permanenten Allradantrieb, eine Wartetiefe von 60 cm und ein automatisiertes Schaltgetriebe. Ausgestattet ist das Fahrzeug mit einer eingebauten Fahrzeugpumpe mit einer Förderleistung von 2000 Litern pro Minute, einem Löschmittelbehälter mit 1000 Liter Inhalt sowie der Normbeladung eines LF20 Cat S. Dieser Fahrzeugtyp wurde speziell für die Belange des Katastrophenschutzes im Zivilschutz konzipiert, da Einsatzszenarien des Zivil- und Katastrophenschutzes häufig mit ausgefallener Versorgungs- und Verkehrsinfrastruktur sowie einer besonderen Gefährdung einhergehen.